Leute, es ist soweit. Ich hab's hinbekommen. Nach unzähligen Versuchen kann endlich Let's Play Super Mario Maker 2 starten. Glaub mir, ich bin gerade mega erleichtert, dass das funktioniert. Endlich, ich habe das jetzt 2 Tage lang ausprobiert. 2 Tage lang. Ihr müsst meinen Papierkorb sehen. Ich kann ja mal kurz einen Screenshot davon machen und ihn hier einblenden. Es ist sowas von zugemüllt. Und das alles nur, weil die Aufnahme nicht für sich gelaufen ist. Entweder hat die Videodatei vom Gameplay nicht gestimmt, der Sound war buggy, irgendwas anderes war buggy, oder tatsächlich, jetzt kommt die Überraschung, die Facecam war buggy. Deswegen sage ich auch jetzt hier auch an der Stelle, hey, das geht, dieses EP wird komplett mit Facecam sein. Dies bedeutet auch, alle Reactions, die man haben kann, werden hier in diesem Video verpackt. It's inhaliert, ekstasiert und habt ihr nicht gesehen. Und ich mach mal kurz mein Headset leiser, weil das ist ein bisschen laut, den Game-Sound tatsächlich für mich jetzt gerade. Und es ist einfach wundervoll. Ich kann endlich mit Facecam aufnehmen und kann dieses wundervolle Projekt starten. In den Hype. Tatsächlich auch bin ich, tatsächlich war ich tatsächlich am Anfang überhaupt nicht gehypt auf dieses Game. Bin ich ganz ehrlich, ich habe mich gesagt so, ja okay, Mario Maker 2, endlich kann ich die Ära miterleben, weil für die Leute, die es nicht wissen, ich habe Mario Maker 1 nicht miterlebt. Und dann mir so, ja, okay, kann ich das eigentlich mal miterleben. Aber jetzt, wenn ich das Spiel jetzt so besitze, ich habe ja schon ein paar Aufnahmen gemacht und auch natürlich den Online-Modus, weil dieses LP wird in 2 Teile aufgeteilt werden. Einmal hier das Offline-LP, quasi der Story-Modus von Mario Maker. Und dann natürlich noch das Online-LP. Das Online-LP wird natürlich auch vorhanden sein. Allerdings wird dies noch weitere Infos geben. Davon kommt noch ein Infovideo, wie ihr mir eure Level reinschicken könnt, damit ich sie spiele. Und allgemein Vorschläge bringen könnt, wie wir das jetzt mehr gestalten werden. Weil ihr habt darauf einen ziemlich heftigen, ja, ich würde mal sagen, Einfluss. Weil, was ich persönlich sage, ist, ihr gestaltet zum Teil des Online-LP. Wenn ihr persönlich wollt, dass ich einen bestimmten Modus spiele, dann spiele ich den. Wenn ihr wollt, dass ich irgendwie ein bestimmtes Level von euch spiele, dann spiele ich das. Und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht weiter rum und gehen gleich mal rein in den Abenteuermodus. Let's go! Und hier haben wir es. Peach Schloss. Aber es sieht noch ein bisschen unfertig aus. Allerdings, es geht. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist das Schloss fertig. Alles dank deiner klugen Planung, Bowler Giant Toadette. Oh mein Gott, Prinzessin Peach wird begeistert sein. Außerdem darf ich noch nebenbei sagen oder so, by the way, erwähnen, dass... wie soll ich es ausdrücken? Das Schloss nicht ganz fertig aussieht. Ja, es sieht nicht ganz fertig aus, Toadie, aber es wird schon noch... Und, was ist denn da? Lol, was ist das denn? Oh, welcher Lothar hat denn die Rosetta-Rakete wieder herumliegen lassen? Wen muss ich als nächstes feuern? Ich weiß nicht, diesmal ganz bestimmt nicht, bitte nicht feuern, nicht noch einmal. Das Arbeitslosengeld 1 hat echt nicht gereicht und das Krankenkassengeld für die Krankmeldung. Es war auch nicht gerade das Beste, ich bin eh hier für Mindestlohn. What? Warte, was? Wir bearbeiten hier für Mindestlohn? Was soll denn Blödsinn? Der Hund. Ich liebe den Hund irgendwie richtig, weil... Wie soll ich ausdrücken? Er schaut aus, als hätte er eine Glosschüssel... Eine Klobrille auf dem Kopf. Ist irgendwie süß, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall freut er sich ziemlich stark und ist... Er ist putzig und... oh nein. Und... Nein! Junge, kannst du... Geh bitte runter. Hey, ich kann dir das Switch-Spiel anbieten. Ich kann dir meine TPS-Tasche anbieten. Mit ganz vielen DS-Spielen drin. Aber bitte... Na... Ihn. Er hat alles. Oh, oh, fuck. Scheiße, die DS-Tasche. Er hat alles resettet. Und nun können wir alles nochmal neu bauen. Oh Mann, was sagen die anderen Toadies dazu? Oh man. Oh Gott, da stimme ich dir zu. Und dafür die ganze Arbeit. Naja, dafür haben wir wenigstens den McDonalds-Abend letzte Woche richtig raushauen können. Warte, ihr habt einen McDonalds-Abend gemacht? Und das ohne mich? Ja, ihr Dreckigen. Und du? Wenn ich den bloß erwische, dich zurückgängig und ich schicke den sowas und zu KFC. Alter, ganz ruhig. Warum erstmal KFC ergibt nicht mal Sinn? Wenn du dich schon irgendwo hinschickst, dann schicken sie ruhig um Chinesen. Allerdings nicht KFC. KFC ergibt nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall, Hundi, was hast du zu sagen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, hast du. Du Trottel.
Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf der Oberwelt oder der Hubworld von Mario Maker 2. Und tatsächlich ist es das allererste Mal, dass Mario Maker einen Story-Modus auf diese Art und Weise erhält. Mario Maker 3, der ist halt tatsächlich auch einen Story-Modus besessen. Allerdings nicht auf die Art und Weise, dass man eine Hubworld hat und quasi wirklich so ein kleines Story-Ding besitzt. Aber ich würde mal sagen, geh mir da rein und mehr Infos werde ich dann später noch dem Spiel droppen. Aber ich werde mal für den Anfang sagen, schauen wir doch uns noch ein bisschen um und dieser Top pennt einfach. Alter, aufwachen. Yo, aufwachen. Okay, dann halt nicht. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, reden wir mit Toadette und dem anderen Toadie, weil der mag anscheinend lieber Katzen. Deswegen jetzt. Alter, ich mag persönlich beide Haustiere, by the way. Es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss von Prinzessin Peach. Wir müssen alles noch einmal bauen. Leider haben wir unser komplettes Geld aufgebraucht. Der McDonald's Abend war vielleicht doch keine gute Idee, nachdem das Schloss fertig war. Aber naja, dafür haben wir gut getrunken und gegessen. Aber es ist eine sehr verzwickte Sache. Ach komm, ich mit meinen Influencer-Kräften auf Doom werde dir das Geld besorgen. Du wirst es noch. Die Mützen echt für uns sammeln? Oh mein Gott, bitte, sag mir, du hast auch genug Instagram-Follower. Ich habe kein Instagram. Was, du hast keins? Nein? Okay, dann verzieh dich. Hey! Aber, okay, bist du lieber keine Hilfe haben, statt dich. Also auf jeden Fall, mit deiner Hilfe werden wir das Schloss definitiv größer und schöner bauen als davor. Also streng dich gefälligst an und bringe mehr Kohle rein. Und warte mal vorher bei der Toad. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge zuschussen, bei denen du mit verdienen kannst. Und falls das nichts bringt, haben wir immer noch den Schwarzmarkt, den wir erobern können. Bitte was? Alles klar, Mann. Mario, ich habe auf einem Ohr schon mitgehört, was du mit der Bauleitung besprochen hast. Auch den Opfer damit den Schwarzmarkt. Auf jeden Fall, während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt für die vollgrößten Vollidioten und die größten Spasten dieser Umgebung. Auf jeden Fall, wir haben mit verdienten Münzen haben den Bau von Prinzessin Schloss Peach Schloss finanziert und ja, es ist eigentlich ganz gut zurückgekommen. Der McDonald's-Am war auf jeden Fall super ohne dich. Halt die Klappe. Aber wenn du dich aber jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Mützen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, sieh dir mal diesen Auftrag an von Goomba-Fan, okay? Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Ich stelle da nicht so viele Fragen, solange sie vereinbarten Münzen springen lassen. Verstehst du? Hauptsache die Kohle stimmt. Okay, ich würde sagen, gehen wir ins erste Level, nämlich es geht abwärts, das eine Stern-Schwierigkeit beträgt und der Lohn hat 100 Münzen. Ich habe ein Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp. Wenn es bergab geht, bewege den linken Stick nach unten, dann haben die Goombas nicht mehr viel zu lachen. Euer Goomba-Fan. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir gleich mal ins Level rein und halt, lass uns nicht lange aufhalten. Viel Spaß da draußen! Ja, danke schön. Damit starten wir. In Level 1, es geht abwärts. Aber jetzt mal so an sich zur Info zu Mario Maker. Was ist überhaupt Mario Maker für die Leute zumindest, die es nicht wissen? Mario Maker ist ganz simpel ausgedrückt ein Level-Editor. Ein Level-Editor von Mario, in dem ihr eure eigenen Mario-Level erstellen könnt. Ihr könnt alles erstellen, was ihr wollt. Ihr könnt quasi Automatik-Level erstellen, an denen ihr gar keinen Knopf drücken müsst, sondern quasi alles von alleine geht, wie der Name halt schon sagt, Automatik. Und, war hier nicht gerade noch ein Goomba? LOL! Hä, wo ist der hin? Egal. Und, da, what the fuck? Egal. Auf jeden Fall könnt ihr eure eigenen Level erstellen. Und Mario Maker 2 hat tatsächlich viele, viele neue Bauelemente, die es in Mario Maker 1 zuvor nicht gab. Oder in Mario Maker 3 DS, aber das ist die Version, über die wir, glaube ich, nicht reden wollen. Schiebt die einfach mal so ganz stark beiseite. Weil die Version ist wirklich nicht gerade die beste. Aber dieses Level stellt als Beispiel auch eine Neuerung gleich vor. Und bitte, Mario, geh es eigentlich rein, danke. Nämlich die Neuerungen sind die Schrägen. Tatsächlich kann mir... Oh nein. Jetzt haben wir den Sterne-Run. Das müssen wir uns beeilen tatsächlich, weil das Level kenne ich ja. Und nein. Oh mein Gott. Komm. Yes. Nice. Yeah. Gerade noch so die Münzen mitgenommen. Nice. Auf jeden Fall hat Mario Maker 2 viele neue Elemente, wie die Schrägen, die man jetzt hier in diesem Level vorgestellt bekommt. Einen neuen Grafikstil, nämlich 3D-World. Aber wenn ich schon Grafikstil gerade erwähne, welche Grafikstile gibt es denn in Mario Maker? Man hat verschiedene zur Auswahl. Insgesamt gibt es aktuell, lass mich rechnen, 5 Stück. Nämlich einmal den Super Mario Bros. Style, dann den Super Mario Bros. 3 Style, dann den Super Mario World Style und
Denn zu New Super Mario Bros. U, seitdem wir jetzt gerade haben, und der neue Style tatsächlich in Mario Maker 2 ist der Super Mario 3D World Style. Aber wie soll ich sagen, von diesem bin ich jetzt kein krasser Fan, wenn ich ehrlich bin. Aber warum dies so ist, ich glaube, das wird man im Laufe des Parts noch merken, weil wir werden definitiv ein Level mit diesem Grafikstil spielen. Auf jeden Fall haben wir das Level jetzt geschafft und haben damit ein paar Münzis erhalten, die wir eben gerne mitnehmen. 77 haben wir ein Level gesammelt, 100 haben wir jetzt Belohnung, das heißt 100 Münzen für Bobber. Aber da würde ich mal sagen, bringen wir die Münzen am besten gleich zur Toilette. Weil die braucht die Münzen nämlich dafür. Da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten, du hast die Kohle gebracht und ein Batzen an Kohle verdient. Natürlich habe ich das. Na, gönn dir. Warte so, Mario. Gut, dann wollen wir diese Münzen einmal einsetzen, das Schiff wieder aufzubauen. Und dazu können wir damit wieder einen McDonalds-Abend finanzieren, damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall, komm, bauen wir erstmal was Neues. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich dann an die Arbeit, meine kleinen Sklaven. Hast du gerade Sklaven gesagt? Ja, hab ich. Okay. Kann der Bau beginnen? Natürlich kann er beginnen. Alles klar, auf die Arbeit, ihr Sklaven! Okay, meine Güte. Auf jeden Fall beginnt es die Arbeiten am Fundament mit den Sklaventoads. Die Arbeiten am Fundament sind damit im vollen Gange. Geh nur und kümmere dich um deine Aufträge, damit wir hier auf der vollen Haut rumliegen können und den McDonalds-Abend wieder ohne dich machen können. Ich meine natürlich das Fundament bauen. Je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller können wir kommen hier voran und können mehr Essen kaufen. Hast du gerade McDonald's? Nein, habe ich nicht. Okay, aber was ich jetzt hier, by the way, mal erwähnen möchte tatsächlich ist, der Rhythmus der Musik. Man hört es richtig, wie die Hammerklänge, wie die Toads da bauen, einfach mit integriert wurde. Das finde ich mega geil. So ein richtig schönes Detail. Ich habe ein paar neue Aufträge für dich, Mario. Aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter und alles so. Yeah! Wie, du hast es nicht gehört? Scheiße, nur meine Einbildung. Egal, du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du zwar nur einmal, aber in Level gibt es jedes Mal wieder Münzen zu finden. Und das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Sieh dir mal die neuen Aufträge an. Okay, jetzt haben wir hier 4 Aufträge tatsächlich insgesamt hier in der Liste und 3 neue können wir erledigen. Einmal ein Ausscheiter Feldforschung, dann Willkommen in the 3D World und die unbarmherzige Wüstensonne. Oh la la. Ich würde mal sagen, wir machen das nach der Reihenfolge nach und gehen gleich mal in Ein- und Ausscheiter. Der Ein-Ausscheiter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Datenübertragung. Schwarze Magie. Oder doch eine Hexe am Berg. Erreiche das Ziel und ich werde dich reich entlohnen. Dein Doktor Wunderlich. Schwierigkeitsgrad beträgt 1 Stern und Lohn 100 Münzen. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Pass auf dich auf. Danke, werde ich machen. Und Louis spielt Super Mario Maker 2. Viel Spaß dabei, Mann. Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Style, nämlich den Super Mario Bros. 1 Style. Und hier haben wir wieder auch ein neues Element aus Super Mario Maker, nämlich den On-Off-Switch. Damit können wir quasi Plattformen erscheinen lassen und wieder verschwinden lassen. Man könnte sie quasi mit den Rhythmusblöcken aus Mario Galaxy oder Super Mario 3D World vergleichen. Funktionieren quasi so ähnlich. Nur, dass man sie halt da per Taste betätigen muss und nicht, dass es einen bestimmten Rhythmus vorgibt, in dem sie halt hin und her wechseln. Und ich persönlich muss auch sagen, ich freue mich wirklich riesig aufs Mario Maker, weil tatsächlich kam das Spiel, was ich noch gar nicht mal erwähnt habe, am 28.06. raus. Aber ich denke, das wird jedes auch wissen, die den Mario Maker halt mitbekommen hat, natürlich in der Nintendo-Szene. Und damit hat die Nintendo Switch wieder einen riesen Sprung gemacht, sehr wahrscheinlich. Nämlich durch dieses Spiel werden die Verkaufszahlen sehr, sehr wahrscheinlich stark anheben. Und Mario Maker ist halt ein Spiel, das geht immer. Das geht eigentlich immer und wird sich wahrscheinlich Bombe kaufen, wie was weiß ich was. Obwohl dieses Spiel tatsächlich am Anfang einen riesen Hype generiert hatte. Am meisten mit dem Online-Modus, mit Freunden, dass man zu viert auf einmal in ein Level rennen kann, quasi One-on-Ones machen kann und so weiter und so fort. Dennoch hat der Hype sich dann, ja, selbst aufgelöst quasi durch, ihr könnt nicht mit Freunden spielen. Und das ist bei den Nintendo-Fans nicht ganz so gut aufgestoßen. Auch bei mir dachte ich mir so, warum Nintendo? Why? Why? Und deswegen haben die es auch bestätigt auf der Nintendo E3 tatsächlich, dass sie den Online-Modus mit Freunden nachpatchen werden. Wann dies der Fall sein wird, weiß leider noch keine Sau. Allerdings kann man definitiv sagen, er wird kommen und können damit beruhigt schlafen gehen und unser Mario Maker Spiel spielen. Aber was ich noch dazu sagen kann zu Mario Maker ist, wie gesagt, ich habe die Phase auf der Wii U nicht mitbekommen.
Den 3DS habe ich mir nicht gekauft, weil, no joke, die 3DS-Version von Mario Maker ist absoluter Rotz. Man kann nicht mal ein Level online spielen, man muss die irgendwie per Streetpass umherschicken. Also, richtiger Müll, einfach, also, bleh. Weswegen ich mich dann wirklich entschieden habe, ich warte auf Mario Maker 2, statt Mario Maker 1 mir noch zu holen und kann quasi das Ganze hier miterleben. Es wird aber auch ein ziemlich langes EP werden, das Online-Modus, weil Mario Maker bietet unbegrenzte Möglichkeiten, nicht wahr? Aber auf jeden Fall haben wir 60 Münzen gesammelt und 100 Münzen mit eingenommen. Das bedeutet ein Kontostand von 237 Münzen. Und das Fundament hat damit einen Hammer generiert, was bedeutet wiederum, dass das Fundament fast fertig ist und die Zeitspanne wird immer überbrückt, je mehr Aufträge wir erledigen, umso mehr wird die Zeitspanne gefüllt, umso schneller ist das Bauwerk fertig. Damit ich das auch mal kurz erklärt habe. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, gehen wir gleich in den nächsten Auftrag, nämlich Willkommen in 3D World. Schwierigkeitsgrad bringt ein Stern und... Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von L nach oben auf meine Bäume klettern? Und das Ziel erreichen? Vielleicht? Maybe? Und auf die Piranha-Pflanzen? Da kann man ruhig drauf treten. Das ist doch Unkraut. Vielleicht noch ein bisschen Deo-Flasche drunter halten und Feuerzeug und das Ding ist sowieso abgefackelt, quasi Flammenwerfer. Also, Jüngelchen, pass auf dich auf. Deine Gärtnerin. Und damit haben wir auch ein Sterngrad. Schwierigkeit und 100 Münzen ist wieder. Also würde ich sagen, let's go. Aber wir lassen, glaube ich, lieber einen Flammenwerfer heute zu Hause, weil wir brauchen das jetzt nicht, ja, ich glaube, weiter kommentieren. Haltet euch für Flammenwerfer mit euren Kindern, okay? Dankeschön. Also probiert das nicht aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in 3D World Style. Und ich muss persönlich sagen, 3D World sieht hier, ja, es sieht gut aus. Ich finde die Blocktextur jetzt mal hier mega gut. Allerdings hat das auch eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, die mir ein bisschen übel aufstoßt bei 3D World Style, und das ist die Steuerung. Die gottverdammte Steuerung. Und ich kann ich hier irgendwie hoch, ohne gleich zu sterben? Bam! Übelst skillig gelöst. Auf jeden Fall kann ich definitiv sagen, ja, die Steuerung ist schon ein bisschen komisch. Am meisten, wenn man die Katzenglocke hat und... Ey, Gumba, komm mal her. Bam! Die Münzen nehmen wir natürlich auch alle mit. Wir wollen ja nichts verpassen hier. Aber ich glaube, an die Steuerung gewöhnt man sich mit der Zeit. Dennoch wird das schon irgendwie... Und natürlich kann ich hier zu den Neuerungen zumindest sagen, hier ist alles neu. Also hier ist wirklich alles neu. Und ich muss mal versuchen, hier zu schlittern. Und... Oh mein Gott. Okay, mache ich es hier mal kaputt. Auf jeden Fall kann ich euch da mal die Moves zeigen, die der 3D World Mario so drauf hat. Die Moves habe ich tatsächlich nicht alle mal erläutert. Also im normalen Style, also von den allerersten Mario Bros. Tatsächlich, haben wir natürlich nur Springen, ne? Richtungswechsel und Rennen. In 3D World Style gibt es quasi den, also dass man rennt, den Weitsprung, den Wirbelsprung, den Katzensprung haben wir jetzt hier drauf. Und wenn man normaler Mario ist, hat man so einen Drehsprung. Und die Katze hat auch die Fähigkeit zu kratzen, einen Katzensprung zu vollführen, den wir jetzt sehen gerade und den Gumba damit getötet haben. Quasi einen Katzensprung und einfach kratzen. Dadurch hat er es auch ebenso die Fähigkeit, eine Fahnenstange hochzuklettern und damit an die Spitze zu gelangen. Ist vielleicht ein bisschen krass, allerdings hat es in 3D wohl ziemlich viel Sinn gemacht für die 100% natürlich. Auf jeden Fall haben wir hier auch eine Halbzeitflagge und oh Gott, weg mit dir. Und hier können wir jetzt auch nochmal die... Ja, Klettertechnik zeigen, dass man hier quasi an der Wand klettern kann und damit dann die Münzen einsammeln kann. Und tatsächlich haben wir jetzt hier ein Problem, nämlich muss ich die Münze hier holen. Allerdings muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht runterfalle, weil da unten ist der Tod. Weil, wie gesagt, ich habe Mario Maker jetzt schon mehrfach aufgenommen. Und ja gut, ne, da kennt man halt schon die Anfangslevel ein bisschen. Aber keine Sorge, ich habe nicht mehr als 2 Parts aufgenommen. Mehr Parts sind leider nicht entstanden, weil ich davor immer die Aufnahme abgebrochen habe und nochmal alles resettet habe, weil das echt funktioniert hat. Und ja, wie soll ich sagen? Dadurch habe ich wenigstens dann später noch einen guten Blindfaktor, weswegen ich mir diesbezüglich keine großen Sorgen machen werde. Also keine Sorge, das wird nur der Anfang sein, der jetzt nicht blind sein wird, sondern einfach nur hier der Beginn quasi. Ne? Und dazu war das auch eine gute Idee, dass ich quasi ja schon ein bisschen Mario Maker spielen konnte. Weil dadurch habe ich die Steuerung natürlich nochmal deutlich besser verinnerlichen können. Weil die 3D-World-Steuerung war am Anfang wirklich ziemlich awkward. Und ich würde sagen, statt diesen Block jetzt hier zu nutzen, weil das könnten wir jetzt hier ins Beispiel, um die Fahnenstange zu erreichen als normaler Mario, nutze ich die Katzenfähigkeit und kletter hier einfach nach oben. Und wir haben 108 Münzen eingenommen. Ja, moin. Alter, das ist krass. Nice. Richtig nice. Aber wie gesagt, geplant ist, dass dieser Part tatsächlich... Warte! Jetzt! Ich komme da! Gedanke!
genau am Dienstag, den 2.7. erscheint. Weil das ist zumindest mein Ziel und ich hoffe, dass ich das auch umsetzen kann. Und damit haben wir auch 405 Münzen tatsächlich. Und das Fundament ist somit auch... Pass auf! Fertig gebaut! Nice! Fundament ist fertig. Nice! Richtig nice. Und die Toadies freuen sich natürlich auch riesig rein. Aber ich würde sagen, ich schaue mal auf die Partlänge. Wir haben die 20-Minuten-Marke erreicht. Deswegen würde ich jetzt sagen, beende ich tatsächlich an dieser Stelle den ersten Part. Diesmal hat alles funktioniert. Ich freue mich auf das LP. Das Infovideo, wie ihr mir für den Online-Modus eure Level schicken könnt, wird auch noch folgen. Also, lasst gerne einen Kommentar und ein Abo, um nichts mehr von Mario Maker und zukünftigen Projekten zu verpassen, weil auf den Kanal im Sommer wird es definitiv abgehen. Am meisten Mario wird sehr präsent sein. Also, ich würde sagen, bis dann und ciao!